Welcome at ACTV. Mein Name ist Michael Langhans, ich bin ehemaliger Rechtsanwalt und YouTube-Aktivist und dies ist mein YouTube-Kanal. Paragraph 33 SGB Römisch 8 muss auch geändert werden. Er möge nämlich ergänzt werden um einen Absatz 2 wie folgt. Die erste Vollzeitpflegestelle eines betroffenen Kindes ist maximal für 2 Jahre in einer Pflegestelle zulässig. Danach muss gegebenenfalls eine andere dauernde Pflegestelle gefunden werden. Warum diese Änderung? Natürlich ist sie mit einer Änderung für das Kind verbunden und es ist niemals gut, wenn das Kind beschädigt. Aber wenn Pflegeeltern von Anfang an wissen, dass sie dieses Kind nur auf Zeit haben, zumindest in der ersten Station, und damit haben auch Eltern alle Zeit der Welt, um ihr Kind zu kämpfen und etwas zu tun, damit es zurückkommt, dann werden diese Pflegeeltern das Kind als Objekt, nicht als eigenes Kind behandeln und damit so behandeln, dass sie die Rückführung eher aktiv unterstützen im Kindsinteresse. Die Vorstellung, dass man quasi ein eigenes Kind bekommen hat, wird dadurch ausgeschalten. Und deshalb ist es eine gute Lösung. Wenn ihr das auch so seht, dann liked dieses Video, teilt es oder kommentiert es. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bye!